Meine Damen und Herren, es gibt im großen Bereich des Betruges Tricks und Maschen, die sterben nicht aus. Sie verschwinden, wenn sie zu sehr bekannt werden, wohl einmal für eine Weile von der Bildfläche. Aber eines Tages sind sie dann plötzlich wieder da und sie breiten sich wieder aus, und zwar mit erstaunlicher Geschwindigkeit. Schon unsere Großeltern sind zum Beispiel mit wertlosen Uhren und Talmischmuck hereingelegt worden. Diese Masche ist zurzeit wieder sehr hoch im Kurs. Es sind vorwiegend Südländer, die an den Haustüren klingeln und mit dem Vorwand, dringend Geld für die Rückreise zu benötigen, angeblich kostbare Schweizer Uhren und schweren Goldschmuck anbieten. Geschickt spekulieren sie dabei auf die sogenannte günstige Gelegenheit. Von Gold kann natürlich nicht die Rede sein. Es handelt sich um Kupfer mit einer ganz dünnen Goldauflage. Schon kurze Zeit später macht sich das bemerkbar. Die Uhren, die angeboten werden, tragen zum Teil die Markenzeichen bekannter Weltfirmen. Sie sind genauso falsch wie die Goldstempel auf den Armbändern. Sie werden sich vielleicht jetzt fragen, meine Damen und Herren, wie man sich da vor Schaden schützen soll. Es gibt eigentlich nur eine einzige Antwort. Schmuck kauft man möglichst nicht bei Unbekannten an der Haustür und auch nicht in Italien im Urlaub auf der Straße. In der Bundesrepublik ist der Hausierhandel mit Uhren und Goldwaren sogar gesetzlich verboten. Hochkonjunktur hat im Übrigen auch eine andere Masche, die wir im vorigen Jahr schon einmal kurz behandelt haben. Das Geschäft mit der Sorge um die berufliche Zukunft. Arbeitsamt einer Stadt im Ruhrgebiet. Es sind in erster Linie ältere Arbeiter und Angestellte, die hier auf Vermittlung warten. Jüngere Arbeitslose gibt es im Zeichen der neuen Vollbeschäftigung kaum noch. Sie finden schnell wieder einen neuen Arbeitsplatz, wenn ihr alter Betrieb rationalisieren oder gar seine Pforten schließen muss. Der Bergmann Helmut Schwarze aber ist den meisten Personalchefs mit seinen 52 Jahren zu alt. Seit seine Zeche stillgelegt worden ist, hat er sich schon mehrfach um neue Arbeit beworben. Früher verdiente er 704 Mark im Monat. Jetzt bekommt er nur noch 556 Mark Unterstützung. Helmut Schwarze weiß, dass er in seinem Beruf keine Zukunft mehr hat. Herr Schwarze? Ja. Andere Arbeiter und Angestellte sehen eine ähnliche Situation auf sich zukommen. Wiedersehen, Herr Schwarze. Wiedersehen. Herr Kaufmann, würden Sie bitte mal reinkommen. Manche haben zwar noch ihren Arbeitsplatz, aber sie suchen bereits eine Möglichkeit, den Beruf zu wechseln, um nicht eines Tages auf der Straße zu stehen. Viele der Männer, die aus dieser Tür kommen, haben Sorgen. Sie sind empfänglich für alles, was eine sichere Zukunft verspricht. Der junge Mann, der hier Werbezettel für eine private Programmiererschule verteilt, hat sich keinen schlechten Platz ausgesucht. Was ist denn das? Schauen Sie sich das mal an, da ist ein Gutschein auszuführen. So, meine Damen und Herren. Ich habe hier die Adressen der Interessenten. Wenn wir uns heute einig werden, werde ich sie sofort verteilen. Zunächst möchte ich aber noch ein paar Fragen stellen. Die Studienberater, die die Programmiererschule in ihrer Werbung verspricht, sind noch nicht lange im Geschäft. Sie werden vom Inhaber der Schule erst am selben Tag angeworben und im Nebenzimmer einer Gaststätte mit ihren Aufgaben vertraut gemacht. Wie ich Sie hier voraussetzen. Haben Sie einen eigenen Wagen oder wären Sie auf einen Firmenwagen angewiesen? Ich fahre sehr gerne. Wie Sie in unserem Inserat gelesen haben, kommt es uns vor allen Dingen auf Mitarbeiter an, die die Kunden überzeugen können. Was haben Sie denn bisher gemacht? Staubsauger, elektrische Geräte, aber das läuft jetzt nicht mehr so gut. Und Sie? Zeitschriften und Babynahrung. Mal umgekehrt gefragt, wie viel ist denn drin bei Ihnen? Ich bin umsatzgewöhnt, Kinkerlitzchen laufen bei mir nicht. Ich mache 50 Mille im Jahr, Feriengrundstücke. Mein schlechtester Mann verdient 3.000 im Monat. Wenn Sie mit harten Bandagen verkaufen können? Aber das liegt alles bei Ihnen. Ich habe auch mal als Vertreter angefangen.
Heute fahre ich einen 300er. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Ich habe einen Kapitän. Nein, ich meine, was haben Sie bisher gemacht? Einsame Herzen. Heiratsinstitut. Na gut, dann verstehen Sie sich ja aufs Geschäft. Ja, aber haben denn die Leute überhaupt so viel Geld? Fast 2000 Mark für so einen Kursus? Was würden Sie denn tun, wenn Ihnen das Wasser am Hals steht? Und die Leute können ja abzahlen. Die Raten sehen nicht so gefährlich aus. Ist doch eine alte Geschichte. Im Übrigen habe ich hier einige Broschüren, die Sie sich bitte genau durchlesen wollen. Da steht alles drin, wie Sie mit den Kunden umgehen müssen. Danke. Danke. Hier steht, gehen Sie immer auf die Hobbys der Kunden ein. Was heißt denn das bei Ihnen? Na, ganz einfach. Sie dürfen den Leuten natürlich nicht sagen, dass sie zu doof sind für die Umschulung. Und wenn Sie sie nach ihren Hobbys fragen, kommt natürlich immer dabei heraus, dass sie intelligent sind. Wenn Sie zum Beispiel Kreuzworträtsel lösen, sind Sie eigentlich ein mathematisches Genie. Klar? Ah ja, ich verstehe. Der geborene Programmierer. Na also. Der Inhaber der Privatschule hat für seine neu gewordenen Vertreter noch manchen wertvollen Tipp parat. Sie werden schon sehen, im Laufe der Arbeit kommt man selbst dahinter, wie man mit den einzelnen Interessenten umzugehen hat. Er sagt Ihnen genau, wie Sie sich bei den Kunden, die oft in finanzieller Not leben, bewegen sollen, welchen Fragen Sie auszuweichen haben und wie Sie sonst noch den Abschluss eines Ausbildungsvertrages forcieren können. Er vergisst aber auch nicht, sich juristisch abzusichern. Tja, meine Damen und Herren, und dann gibt es natürlich noch ein paar Tricks, die nicht zulässig sind. Es hat zwar schon mancher viel Geld damit verdient, aber es ist nicht ganz ungefährlich. Vor allem, wenn Zeugen zugegen sind. Also, unzulässig ist erstens, ein Anfangsgehalt von 2000 Mark zu versprechen. Zweitens, zu sagen, dass die großen Industriefirmen nach unseren Kursusteilnehmern Schlange stehen. Drittens dürfen Sie natürlich auch nicht direkt sagen, dass für den Beruf des Programmierers keine besonderen Voraussetzungen erforderlich sind. Und viertens, nichts versprechen, was später nicht im Vertrag steht. Sie wissen ja, mündliche Abreden haben keine Gültigkeit. Verstanden? Natürlich. Ja, natürlich. Ja. So. Hier sind die Formulare. Sie wissen, unsere Anmeldungen sind Kaufverträge. Rücktritt gibt's nicht. Wie die polizeilichen Ermittlungen später ergeben, haben die sogenannten Studienberater die Ermahnungen ihrer Chefs genauso verstanden, wie sie offensichtlich gemeint waren. Also einen Platz hätte ich noch frei im Kursus. Wenn ich Ihnen einen Rat geben darf, belegen Sie den Platz jetzt gleich. Der nächste Kursus fängt erst in 18 Monaten an und dann sind Sie 2 Jahre älter. Ja, aber mit dem Geld, das muss ich noch mal durchrechnen. Sie wissen, es ist nicht so einfach für mich jetzt mit den Raten. Es geht doch jetzt nur darum, dass Sie den Platz sichern. Wenn Sie es sich dann in den nächsten 2 Wochen anders überlegen, dann schicken Sie den Vertrag einfach zurück und die Sache ist erledigt. Dann tritt ein anderer an Ihre Stelle. Es warten ja schon genug. Wenn ich es Ihnen sage, Vorkenntnisse brauchen Sie überhaupt nicht. Dafür ist unser Kursus ja da. Die Lehrer erklären das mit dem Computer so fantastisch. Und Sie lösen doch Kreuzworträtsel, haben Sie gesagt. Da sind Sie der geborene Programmierer. Meinen Sie? Wenn ich es Ihnen doch sage, in 2 Jahren haben Sie keine Sorgen mehr um Ihre Zukunft. Machen wir uns doch nichts vor. Das geht doch zu Ende mit den ganzen kleinen Einzelhandelsgeschäften. An der Ecke ist ein neuer Supermarkt, hat der billige Schreibwaren. Na, wie viel wirft denn Ihr Laden noch ab? Naja, es geht natürlich zurück. Aber ich habe ja noch meine Stammkunden. Er fragt sich bloß, wie lange noch. Als Programmierer haben Sie ein Anfangsgehalt von 2000 Mark. Ja, wissen Sie, was der Chefprogrammierer in Wolfsburg verdient? Glatte 6000 im Monat. Das können Sie mir glauben, der ist bei uns in die Schule gegangen. Na, geben Sie Ihr Formular mal her. Auch Helmut Schwarze erliegt den verlogenen Versprechungen des sogenannten Studienberaters. So, und als jetzt bei ihm erscheint jener Mann, der noch vor 14 Tagen für ein Ehevermittlungsinstitut Verträge sammelte. So, das werden wir gleich haben, Herr Schwarze. Und Sie meinen wirklich, dass ich den Kurs schaffe? Ihre Zeugnisse sind ausgezeichnet. Damit werden Sie spielend schaffen.
Ich sage Ihnen, Sie kommen jetzt genau zum richtigen Zeitpunkt. Wir stellen doch die neuen Anlagen erst auf, die Maschinen der dritten Generation. Da kann noch niemand mit umgehen. Und ich sage Ihnen, die großen Industriefirmen stehen jetzt schon Schlange nach unseren Absolventen. Und Sie meinen wirklich nicht, dass ich zu alt dafür bin? Was heißt denn zu alt? Hier, auf den Verstand kommt es an und auf die Lebenserfahrung. So, wir schließen den Vertrag auf Ratenzahlung. So, dann brauche ich nur noch Ihre Unterschrift. Dann ist die Sache perfekt. Die Recheneinheit ermittelt schrittweise den Quotienten. Und zwar durch Subtraktion des Divisors vom Dividenden. Sie wissen, dabei wird im Gegensatz zum manuellen Vorgang nicht der Divisor Schritt für Schritt eine Stelle weiter nach rechts zur Subtraktion angesetzt, sondern der entsprechend verminderte Dividend nach links versetzt, womit der gleiche Zweck verfolgt wird. Die An zwei Tagen in der Woche drückt nun auch Helmut Schwarze wieder die Schulbank. Je tiefer der Dozent in die komplizierte Materie hineinleuchtet, umso weniger vermag ihm der Bergmann zu folgen. Es zeigt sich, dass für einen solchen Kurs doch erheblich mehr Voraussetzungen notwendig sind, als der Inhaber der Schule und seine Vertreter bei Vertragsabschluss behauptet haben. Die Vorliebe für Kreuzworträtsel ersetzt eben doch nicht die echte Eignungsprüfung, die seriöse Programmiererschulen von ihren Bewerbern verlangen. Durch 13 gleich 1. Manche der Kursusteilnehmer, die mit viel Hoffnung begonnen haben, mussten bereits aufgeben. Von rund 1700 Schülern, die im Laufe von 2 Jahren Verträge bei dieser Schule unterschrieben und die Kursgebühren bezahlt haben, erreichten sage und schreibe 8 Schüler das Ziel der Klasse und können heute als Programmierer arbeiten. Sie verdienen zwischen 1000 und 1400 Mark monatlich. Alle übrigen Kursusteilnehmer, also 1692 Schüler, haben 2000 Mark praktisch zum Fenster hinausgeworfen. Von der Zahlungsverpflichtung gab es keinen Rücktritt. Um nun nicht missverstanden zu werden, meine Damen und Herren, Programmierer ist zweifellos ein Beruf mit guten Zukunftsaussichten. Aber in der Regel nur dann, wenn man bereits eine solide Basis in einem anderen, in einem kaufmännischen oder technischen Beruf hat. Die Programmiererausbildung bedeutet also gewissermaßen nur eine Spezialisierung in einer Sparte, die man bereits beherrscht. Normalerweise sucht eine Firma, die ihren Betrieb auf elektronische Datenverarbeitung umstellt, keine neuen Leute, sondern sie schickt ihre bewährten Mitarbeiter zu einer Spezialausbildung. Natürlich kann man sich auch selbst durch den Besuch einer Schule für Datenverarbeitung fortbilden. Allerdings ist es für den Laien nicht einfach, seriöse Schulen von zweifelhaften Geschäftemachern zu unterscheiden. Ganz generell gilt ein nahezu untrügerisches Merkmal. Seriöse Schulen bieten in ihren Verträgen praktisch immer eine Rücktrittsmöglichkeit, wenn die Schüler das Pensum nicht schaffen. Sie brauchen dann auch nicht weiter zu bezahlen. Bei Firmen, die diese Zusicherungen in ihren Verträgen nicht geben, darf man ganz allgemein zur Vorsicht raten. Auch hier gilt die alte Regel, mündliche Versprechungen der Vertreter gelten im Ernstfall überhaupt nichts. Aber Versprechungen haben es nun einmal an sich, dass man sie nur allzu gerne glaubt. Selbst wenn sie so ungewöhnlich sind, wie in unserem nächsten Fall. Guten Tag. Ich möchte eine Anzeige aufgeben, ja. Möglichst noch für die nächste Ausgabe. Geht für das morgen, noch? Ja? Ja, bitte. Bitte schön, wollen Sie es mal hier ausfüllen, ja. Bitte. Danke. Schön. Die Geschichte beginnt in Frankfurt mit einem jungen Mann, der eine besondere Idee hat. Er bereichert den Immobilienteil einer seriösen Zeitung mit einem Inserat. Haus zu verschenken. Ein Einfamilienhaus soll demjenigen gehören, der die alleinstehende ältere Hausbesitzerin betreut. 6 Zimmer, Küche, ringsum Balkon und großes Grundstück. Bitte. Dankeschön.
an der Kasse bezahlen, ja? Ja. Auf der Rotationsmaschine vervielfältigt sich das schöne Angebot ins Hunderttausendfache. Und den Lesern in allen Teilen der Bundesrepublik bietet sich am nächsten Morgen die Gelegenheit, das Glück beim Schopfe zu fassen. Häuser werden schließlich nicht alle Tage verschenkt. Auch am Frühstückstisch der Familie Lechner in Karlsruhe wird die Zeitung gelesen. Die Lechners haben zwei Kinder und spielen seit langem mit dem Gedanken an ein eigenes Haus. Das Angebot in ihrer Zeitung muss ihnen deshalb als überraschend günstige Gelegenheit erscheinen. Du Sigrid, sieh dir doch mal das Inserat an. Ich finde, da solltest du mal hinschreiben. Wiedersehen. Wiedersehen. Schon am nächsten Tag kann der junge Mann in Frankfurt die ersten Früchte seiner Idee nach Hause tragen. Danke. Bitte sehen wir dann morgen nochmal. Nett von Ihnen. Auf Wiedersehen. Der junge Mann mit der Idee wendet sich mit Hilfe eines vervielfältigten Briefes an alle Zeitungsleser, die sich für das zu verschenkende Haus interessieren. Er firmiert als Auskunftei und verkündet allen Briefempfängern gleichlautend, sie seien in die engere Wahl gezogen. Für die letzte Entscheidung sei jedoch eine Auskunft über die persönlichen Verhältnisse der Bewerber nötig. Die Interessenten werden deshalb gebeten, die auf der Rückseite aufgeführten Fragen zu beantworten. Ein Besichtigungstermin könne dann nach Ablauf von 3 Wochen vereinbart werden. Die Gebühr von 18,50 Mark für die Bearbeitung des Antrags ist jedoch sofort zu bezahlen. Ausgefüllte Postanweisung liegt bei. Warten Sie, ich hab's passen. Auch Frau Lechner hat den vorgedruckten Brief mit der Postanweisung erhalten. Stimmt, danke. Danke. Sie zahlt prompt die verlangten 18,50 Mark ein. Und nicht nur Lechners gehen der Mann mit der Idee auf den Leim. Auf anderen Postämtern und in anderen Städten zahlen in diesen Tagen viele der angeschriebenen Interessenten die verlangte Auskunftsgebühr. Für die Chance, ein Haus geschenkt zu bekommen, leistet man gerne einen Einsatz von 18,50 Mark. Das Ehepaar Lechner widmet in den nächsten Tagen manch hübschen Einfamilienhaus mit umlaufendem Balkon gesteigertes Interesse. So etwa stellen sie sich das neue Heim vor, das sie, wie sie hoffen, vielleicht bald beziehen können. Auch in anderen Städten werden in diesen Tagen viele Häuser mit umlaufenden Balkons kritisch gemustert. Der Mann mit der Idee bekommt derweil recht häufig Besuch vom Geldbriefträger. Er wird einem ja die Hand von lahm. 3 Wochen lang quittiert er stapelweise den Empfang von jeweils 18,50 Mark. Bitte. Danke.
Danke. Tschüss. Wiedersehen. Wiedersehen. Bevor die geprellten Interessenten auf den versprochenen Besichtigungstermin drängen können, löst sich die angebliche Auskunftei in Wohlgefallen auf. Und die Hereingelegten haben noch nicht einmal ein Beweismittel in der Hand, denn mit der Selbstauskunft auf der Rückseite haben sie notgedrungen auch das Anschreiben, mit dem sie zur Zahlung verführt worden sind, zurückgeschickt. Wo liegt die Grenze zwischen Schwindelfirmen der gezeigten Art und seriösen Auskunfteien? Wir fragten Dr. Albert Windolf, einen kompetenten Mann der Branche. Es gibt auch für Laien ein sicheres Kennzeichen. Für Selbstauskünfte verlangen seriöse Auskunfteien grundsätzlich keine Gebühr. Die Gebühr zahlt immer derjenige, der über einen anderen eine Auskunft wünscht. Leider ist die Bezeichnung Auskunftei nicht geschützt, sodass jeder, der Lust dazu verspürt, sich so nennen kann. Dies veranlasst natürlich manche Leute zu merkwürdigen Maschen. Einige Beispiele. Ein gerade 22 Jahre gewordener junger Mann, aus dem Gefängnis entlassen, gründet eine Auskunftei und offeriert anderen die eigene Auskunft zum Preise von 25 Mark. Ein weiteres Beispiel. Ein Geschäftsmann, der einige Konkurse hinter sich hatte, heiratet die Inhaberin einer kleinen Auskunftei und kommt so ins Gewerbe. Dies ist natürlich für die seriösen Auskunfteien sehr peinlich. Leider bietet aber die gesetzliche Situation keine Handhabe, um dies zu unterbinden. Daher können wir nur den guten Rat geben, sich nur an seriöse und bekannte Institute zu wenden, die allein aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung eine gewisse Gewähr für Seriosität bieten. Aber bei allen guten Ratschlägen, meine Damen und Herren, man muss auch immer selbst ein wenig aufpassen und darf sich nicht von schönen Worten und Hoffnungen beruhigen lassen, wenn man in einem Angebot eine Ungereimtheit entdeckt. Von der Polizei und der Justiz, und das muss ganz allgemein hier einmal gesagt werden, kann der Staatsbürger heute viel weniger Schutz erhalten, als gemeinhin angenommen wird. Wie sehr den Behörden oft die Hände gebunden sind, zeigt der nächste Fall ganz deutlich. Da gibt es in Frankfurt ein Ehepaar, das seit 10 Jahren eine Schwindelfirma nach der anderen gründet und fast ausschließlich von betrügerischen Geschäften lebt. Mit einer ihrer kurzlebigen Firmen haben die beiden mindestens 20.000 Menschen hereingelegt. Im Dezember 1966 wurden sie von einem Frankfurter Gericht zu 3 Jahren Gefängnis verurteilt. Das Ehepaar hat gegen das Urteil Berufung eingelegt. Bis heute kann es ungehindert in Ermangelung eines Urteils zweiter Instanz seinen zwielichtigen Geschäften nachgehen. Die beiden haben sich allerdings umgestellt und einer neuen Branche zugewandt. Ähnlich wie früher werden aber auch heute vorwiegend Menschen aus den weniger begüterten Bevölkerungsschichten hereingelegt. Immer weiterlaufen, noch nicht hinsetzen. Immer weiterlaufen. Ach, Ivo, du musst ja ausscheiden. Hier. So, ihr macht weiter. Pass auf. Komm, weiterlaufen. Schnell, sonst kriegst du keinen Platz. Immer weiter, immer. Kindergeburtstag bei Familie Kranach in Petershagen bei Minden. Der Kuchen ist aufgegessen. Die jungen Partygäste vergnügen sich vor dem Auseinandergehen noch mit einem lustigen Gesellschaftsspiel. Und lauf noch ganz fest, ganz fest. Jetzt musst du ja ausscheiden. Steh mal auf. So. Komm, geh raus. Und ihr zwei macht jetzt weiter. So, weiter geht's.
aber jetzt. Mal sehen, wer gewinnt. Och, diesmal hat die Hannelore gewonnen. So, das ist das letzte Stückchen Schokolade. Nun ist Schluss. Die fremden Kinder werden abgeholt. Ilse Kranach achtet darauf, dass sich die kleinen Gäste nicht in letzter Minute schmutzig machen. Oh, Hannelore, pass auf mit der Schokolade, du, dein neues Kleidchen. Du machst dir sonst dreckig. Meine Mutti hat das selbst genäht und ich habe ihr dabei geholfen. Du, das ist aber prima. Sie nähen die Kleider selber. Das ist aber toll, das könnte ich nicht. Och, ist gar nicht so schlimm, wenn man es erstmal heraus hat. Da sparen Sie wahrscheinlich eine Menge Geld. Wenn ich dran denke, was ich neulich ausgegeben habe, als ich meine 3 neu einkleiden musste. Ja, auf die Dauer rentiert es sich schon. Und dann wachsen Sie ja jedes Jahr aus den Sachen wieder raus. Eine Maschine habe ich ja auch, noch von meiner Mutter geerbt. Aber mehr als gerade Nähte kann ich nicht. Ich habe neulich versucht, ein Kleid zusammenzubringen. Da habe ich den ganzen schönen Stoff zerschnitten. Ich habe damals gleich einen Kurs gemacht, als ich die Maschine gekauft habe. Der war mit dabei. Also eine neue Maschine kann ich jetzt nicht extra kaufen. Und vor allem, wo soll ich mit den Kindern hin, wenn ich zu so einem Kurs gehen will? Ich müsste das hier zu Hause lernen können. Ja, wenn wir in der Stadt wohnen würden, da wäre das alles einfacher. Mutti, ich bin fertig. Ah, ist ja fein. Also, vielen Dank nochmal, Frau Kranach. Ja, Wiedersehen. Wenige Tage nach dem Kindergeburtstag trifft Frau Kranach beim täglichen Einkauf wieder auf Hannelores Mutter, Frau Reinicke. Noch einen Wunsch? Ein Pfund Salz. Feines? Ja. Übrigens, was ich noch sagen wollte, Frau Kranach, haben Sie die Anzeige heute in der Zeitung gesehen? Welche Anzeige? Na, die von dem Nähkurs. Da steht was von einer Nähschule drin. Ach, Herr Schiebke, haben Sie vielleicht mal die Zeitung von heute da? Aber gern. Moment mal. Ah, hier ist sie. Bitte. Danke, Herr Schiebke. Hier ist es schon. Lesen Sie mal, da unten. Selbstschneiden. Zuschneiden und Nähen leicht gelernt durch völlig neue Methode. Schneiderin kommt kostenlos ins Haus. Sie lernen Zuschneiden in ihrer eigenen Wohnung. Bitte Prospekt anfordern von Horstmanns Nähschule Frankfurt, Strohblumenweg 7. Na, was sagen Sie? Das wäre doch was für Sie. Meinen Sie? Wenn ich mich da mal einmischen darf, Frau Kranach. Ein Prospekt können Sie sicher ruhig kommen lassen. Das kostet doch nichts. Na gut, da haben Sie recht. Das werde ich machen. Noch am gleichen Tag schickt Frau Kranach eine Postkarte an Horstmanns Nähschule nach Frankfurt und bittet um den angebotenen Prospekt. Der Prospekt lässt auf sich warten. Stattdessen kommt eine elegant gekleidete Dame zu Frau Kranach ins Haus. Sie ist Vertreterin der Frankfurter Nähschule. Wie schon gesagt, gnädige Frau, Sie lernen bei uns Schnittmuster zeichnen, zuschneiden, anpassen und alles, was sonst noch zum Nähen gehört. Und wie lange dauert der Kurs? Das liegt ganz bei Ihnen. Sie können nähen, wann Sie wollen. Innerhalb eines ganzen Jahres steht Ihnen unsere Nähschule mit Material und Beratung zur Verfügung. Ich könnte also auch abends lernen. Denn tagsüber habe ich mit dem Haushalt zu tun. Aber abends, wenn die Kinder im Bett sind, da ging mir das schon. Und sagen Sie, die Schneiderin, die kommt von der Stadt hier heraus? Selbstverständlich. Die Besuchstermine können Sie mit ihr selbst ausmachen. Und wie viel kostet der Kurs mit allem drum und dran? 36 Mark, gnädige Frau. 36 Mark? Für Kurs, Material, Schneiderin, für das ganze Programm? Ja, natürlich. 36 Mark monatlich. Bei Vertragsabschluss natürlich noch eine kleine Anzahlung. Moment, also doch mehr als 36 Mark. Wie viel kostet der ganze Spaß denn nun insgesamt? 47 Mark Anzahlung und dann 36 Mark im Monat. Das können Sie leicht zusammensparen. Und wenn Sie gleich bar bezahlen wollen, bekommen Sie 5% Skonto. Bar, wie viel denn? 455 Mark. 455 Mark? Unmöglich. Das kann ich nicht. Aber bedenken Sie, liebe Frau, Sie bekommen von uns den Stoff und das ganze Lehrmaterial, die Besuche der Schneiderin. Die Vertreterin weiß Ilse Kranachs Bedenken geschickt zu zerstreuen. Sie rechnet ihr vor, wie schnell dieses Geld später wieder eingespart werde, wenn sie die Kleidung für ihre Kinder selbst nähen könne und welch guten Eindruck es bei den Nachbarn machen werde, wenn die Kinder keine Konfektion von der Stange tragen müssten. Die Fülle der Argumente überzeugt Frau Kranach schließlich. Sie entschließt sich, den Kurs mitzumachen und unterschreibt eine entsprechende Anmeldung. Dass der Text dieser Anmeldung die Nähschule berechtigt, den Ablauf des Lehrprogramms erheblich zu erschweren, merkt die juristisch ungebildete Frau an diesem Tag noch nicht. Dankeschön, jetzt quittiere ich noch die 47 Mark. Ach so, ja, richtig. Ich hole Ihnen noch das Geld.
Vier Monate später muss Ilse Kranach einsehen, dass sich der Erfolg, den sie sich von dem Nähkurs erhofft hat, kaum einstellen wird. So? Sie hat ihre Monatsraten zwar pünktlich bezahlt, die Nähschule aber zögert den Beginn des Lehrgangs mit immer neuen Ausflüchten hinaus. Inzwischen ist es Ilse Kranach schon ein wenig peinlich, an ihren Vertrag mit der Nähschule erinnert zu werden. Gratuliere, Frau Kranach. Wozu denn? Zum Kleid. Das ist doch neu. Habe ich noch nie bei Ihnen gesehen. Schon selber gemacht? Nein. Wie kommen Sie denn darauf? Sie haben doch damals diesen Schneiderkurs mitgemacht. Ach, lassen Sie mich bloß damit in Ruhe. Da bin ich ganz schön reingefallen. Wieso? War das nichts? Erstmal haben Sie überhaupt nichts von sich hören lassen. Und als ich mich dann beschwert habe, haben Sie mich immer hingehalten. Und zu guter Letzt, da kamen Sie mit Ihren sauberen Vertragsklauseln. Ja, aber da stand doch, soviel ich weiß, drin, dass der Kursus bei Ihnen zu Hause anfangen sollte. Das schon, aber es stand nicht drin, wann. Und das habe ich leider erst zu spät gemerkt. Na sagen Sie, das ist ja ein raffiniertes Ding. Dann wollte ich doch, dass die Schneiderin abends kommt, wenn die Kinder im Bett sind. Die Vertreterin hat gesagt, dass das geht. Na und? Ja, jetzt steht im Vertrag, Wünsche für die Besuchszeit werden nach Möglichkeit berücksichtigt. Immer wenn ich bei der Schneiderin anrufe, heißt es ja, im Moment leider keine Zeit. Ist ja nicht zu fassen. Mit dem Material ist es das Gleiche. Erst haben sie wochenlang gar nichts geschickt. Ach. Und als ich dann Krach gemacht habe, kam zweimal ein verkehrtes Paket mit ganz billigem Zeugs. Ach, ich will mich jetzt nicht noch mehr ärgern. Aus der Sache wird doch nichts mehr. Aber ich werde jetzt auch nichts mehr zahlen. Frau Kranach hat also resigniert. Genau das ist gewöhnlich das Ziel, auf das unseriöse Nähschulen von vornherein zusteuern. Wenn die Kunden dann allerdings, so wie Frau Kranach, nicht mehr zahlen wollen, bekommen sie sehr schnell einen Zahlungsbefehl. Denn in den Vertragsbedingungen steht meist der schöne Satz: Gerät der Kursusteilnehmer mit 2 Monatsraten in Rückstand, so wird der gesamte Restbetrag sofort fällig. Gegen eine solche Vertragsbestimmung lässt sich nur auf dem Prozesswege möglicherweise etwas ausrichten. Das Risiko einer gerichtlichen Auseinandersetzung scheuen die Kursusteilnehmer aber meistens, lieber zahlen sie. Den 4. Trick unserer heutigen Sendung, meine Damen und Herren, haben wir in einem Experiment wieder selbst erprobt. Die Masche ist noch nicht sehr alt und noch nicht sehr verbreitet, aber sie ist so angelegt, dass sie sich sehr schnell ausbreiten kann. Vielleicht gelingt es mit dieser Sendung, dem Trick rechtzeitig einen Riegel vorzuschieben. Wie leicht man auf diesen Trick hereinfallen kann, wenn man ihn nicht kennt, das, meine Damen und Herren, sehen Sie sich am besten selbst an. Schönen guten Tag, wir sind vom Frühstücksdienst in Sachsenhausen. Wir bringen jetzt jeden Morgen hier um 6 Brötchen und frische Milch und Eier. Wir wollten fragen, ob Sie da vielleicht dran interessiert sind. Ja, pass mal auf. Kann man jetzt nicht auch telefonisch machen oder was? Wir sind noch ganz neu hier in der Wertheimer Straße 8. Wir haben noch kein Telefon gelegt bekommen. Das bekommen wir wahrscheinlich in der nächsten Woche oder so. Mhm. Also Sie können also jederzeit bei unserem Brötchenablieferer abbestellen oder sagen mal am Dienstag nicht, wenn Sie vielleicht nicht da sind oder so nicht. Das geht also jederzeit zu machen. Muss aber erst mal mit meiner Frau sprechen, was wir brauchen. Ja, Ihre Frau ist nicht zu Hause. Doch, also, aber im Moment sehr schlecht. Also ja. Zu machen, ne? Dürfen wir mal wiederkommen? Ja, lassen wir das da. Möchte ich ganz gerne wieder müssen. In der Tasche des Gehilfen ist eine zweite Kamera für Nahaufnahmen versteckt. Brötchen 10 Pfennig oder für ein Milchbrötchen 12. Für die Lieferung von anderen. Gut, da kommen Sie nochmal vorbei. Moin. Eine hilfsbereite ältere Dame schickt die Männer vom Frühstücksdienst zu neuen Mietern in der Nachbarschaft. Mal in der erste Stock hier in das Haus. Da ist gestern, das ist auch unser Haus. Ah, da ja. Ist gestern eine junge Frau mit 2 kleinen Kindern eingezogen. Da haben Sie vielleicht auch Glück. Ah ja. Die Empfehlung zahlt sich aus. 1 Liter Milch. Moment, darf ich das mal eben aufschreiben? Ja. 1 Liter. Ich hab. Oder sagen wir lieber 1,5 Liter. Also, 1,5? Ja. Milch? Ja. Vorzugsmilch oder die normale? Die normale Milch. Normale, ja. Und Brötchen? 5 Stück, nicht? 5 oder 6? Mal gucken, hier gibt es verschiedene. Brötchen, halt einmal Wasser wecken. Was ja, ganz normal. Das sind die ganz normalen. Ja, ganz normale. Ja. Die nennt man hier in Frankfurt Wasser wecken. Ja. 6 Stück würde ich sagen, nicht? Das ist viel, nicht? Oder 5. 5 Stück, ja. 5 genügend. 2 für mich und ja. Mhm. Ja. So, und wir kassieren immer für eine Woche ab, ja, weil wir nicht morgens um 6 immer klingeln wollen. Ja, klar. So, dürfte ich dann, Moment, ich muss gerade mal sehen, 1,5 Liter Milch, das sind 1,10, jawohl. 1,10 und das für 6 Tage sind 6,60 Mark.
Und 5 Wasserbrötchen kosten 50 Pfennig, für 6 Tage sind 3 Mark, nicht? Mhm. Das wären dann zusammen 9,60 Mark, ja, wenn ich die bitte passieren dürfte. Das ist bei dir? Halt mal, bitte. Mhm. Ich muss in die Straße. Guck ich mir das zurück? Ja. Sie gucken schon mal. Sie können es, ja. Du könntest da vorne praktisch da bei den Absätzen, hier bei den Briefkästen. Bei den Briefkästen absetzen. Ja. 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 Weil es morgens noch, das Tor ist noch zu, ja? Ja. Und den Groschen habe ich denn? Noch 40 Pfennig. Ja, ich geht. Ja? Ich habe also genug Groschen, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Ja, wir gehen jetzt in den Garten. Nicht? Schön spielen mit dem Papi. Mhm. Schön, wenn der Papi Zeit hat, nicht? Ja, wir haben einen Urlaub genommen, gerade eingezogen hier, nicht? Ja, das sagte die wahrscheinlich die Hauswirtin, nicht? Von gegenüber. Ja. So, bitteschön, Herr. Ja, so, ja, danke schön. Mal schauen. Danke schön. Schon Interesse. Nur ist es so, meine Schwiegereltern sind im Moment im Urlaub hier unten und ich glaube auch, dass sie Interesse hätten. Ja. Also oben die zwei alten Damen, drei, wir vielleicht 2, 4, 6. Meine Schwiegereltern auch nochmal, also 13 Stück. 12 oder 13 Brötchen. Brötchen, ja, und Milch oder Eier noch? Nein. Nicht. Wie ist Ihr Name bitte? Bergner. Wir würden schon mal so. 2 von diesen mal nehmen. Also 2 Paar weg, ja. Mhm. Milchbrötchen, ja. Das sind halt Unterschied. Ja, die Wasser weg, die sind mit Wasser gebacken. Ja. Die haben oben meistens so einen Schlitz, die sind so Schrippen nennt man die ja. Und die Wasser weg, die sind wie so 2 Hälften auch. Ja. Etwas kleiner. Die Milch weg, ne? Geben Sie mal die Milch weg. Wie viel dann noch? Also ja, es ist jetzt so, die sind jetzt in Urlaub, also da müssen wir entsprechend weniger haben, wir können 14 Tage. Ja, wir können ja vorhin das machen, wir kommen ja jede Woche einmal kassieren, nicht, dass wir dann, wenn die Herrschaften wieder da sind, dass wir dann die Bestellung neu aufnehmen, nicht? Mhm. Wie viel wollten Sie dann also jetzt? Also wären es jetzt 6 und 3, 9. 9 nochmal? Ja. 9 Milch weg, nicht? Ja. So, und das für 6 Tage darf ich gleich auskassieren, nicht? Mark 40 und 6 Mark 48, das sind 8 Mark und 88, eine Schnapszahl, sehen Sie mal. Okay. So. Wenn Sie nochmal kassieren kommen, bringen Sie die Preise zu dann mal mit? Gerne, selbstverständlich, ja. Wir kommen dann jede Woche nochmal ran, nicht? Und wenn Sie nicht da sind, kommen wir auch nochmal am anderen Tag. Dankeschön. Da festzulegen, das ist schlecht für mich. Mhm. Und Milch? Milch habe ich meinen Milchmann. Mhm. Und frische Eier, die stehen zwar im Moment ja, drauf. Ja, da kommt auch der Eiermann, sehen Sie. Sie kommen spät, wäre das von der Weile gewesen. Wir kommen eigentlich früh, nicht? Früh um 6. Ja, schon, ich war nur, gell. Tut mir leid. Ja, ist gut. Ja. Mhm. Dankeschön. Auf Wiedersehen. Wiederschauen. Wollen Sie nicht haben? Mhm. Dankeschön. Wiederschauen. Essen Sie keine Brötchen morgens? Nee. Und Milch und Eier wollen nicht? Dankeschön. Ja, 5 Milchbrötchen. 5. Ja. Das sind dann 3,60 Mark in der Woche, nicht? Ja. So, darf ich dann für die erste Woche schon gleich im Voraus kassieren, bitte? Bitte schön, hier ist Ihre Auftragsbestätigung. Kein Geschäft ohne Preis. Flinke Beine gehören schon dazu. Sie haben es gesehen, meine Damen und Herren, nicht alle angesprochenen Versuchspersonen sind uns auf den Leim gegangen. Manche brauchten keine Brötchen, andere hatten sich daran gewöhnt, ihr Frühstück jeden Morgen selbst beim Bäcker zu holen.
Trotzdem hat unser Experiment gezeigt, dass ein hübscher Betrag zusammenkommen kann, wenn so ein Frühstücksmann den ganzen Tag unterwegs ist. Dass die Auftraggeber, die im Voraus bezahlt haben, von dem ominösen Frühstücksdienst nie ein Brötchen geliefert bekommen, versteht sich leider beinahe von selbst. Wenn Sie dann später Nachforschungen anstellen, merken Sie auch, dass die Firma überhaupt nicht existiert. Daran ändert auch ein weißer Kittel nichts und ein Firmenstempel auf dem Auftragsformular, den sich jeder selbst machen lassen kann. Wenn man bei einem Unbekannten eine Bestellung aufgibt, sollte man also möglichst erst nach Erhalt der Ware bezahlen. Und damit darf ich mich wieder einmal von Ihnen verabschieden. Bis zum nächsten Mal bei der Sendung Vorsicht, Falle.